So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Wir haben hier letztens den Silberrücken besiegt, jetzt müssen wir wieder hier rauslaufen und mit dem Typen da sprechen, mit dem Farmer, dessen Kühe ja vom Silberrücken gejagt wurden. Ja, viel Fleisch, laufen nicht so schnell, leichte Beute. So, jetzt haben wir natürlich auch mit dem Silberrücken gekämpft, besiegt, es greift dann nicht mehr an. Oder sollte da nicht mal die Kühe zumindest nicht mehr angreifen. Ich bin eigentlich immer noch auf der Suche nach Bahn heißt er, glaube ich. Also bist du zurückgekehrt, mein Lord? Hast du gute Neuigkeiten? Hast du den Kopf des der Wölfin Silberrücken? Ja, also ich habe Silberrücken zwar nicht getötet, aber ich habe mit ihr gesprochen. Du was? Bah. Ja, wer bin ich, um da zu argumentieren? Mond, Talk to Chaos. Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich ab und zu mal mit meinen Kühen rede. Trotzdem, Wölfe sind Jäger. Sie machen. Ja, was lässt dich daran. Was lässt dich denken, dass sie aufhören? Ja, sie hat mir ihr Wort gegeben, sie wird sich daran halten. Also gut, dann. Es ist zwar gegen mein besseres Verständnis, aber ich denke, ich kann dir trauen. Ich denke, die 300 Gold, die wir besprochen haben, werden ausreichen. Ja, ich denke, ich habe ein bisschen mehr Gold verdient. Ah, schade. Hat nicht funktioniert. Genau das hat nicht funktioniert. Meh. Wie viel XP brauche ich eigentlich noch, um mein Level abzubekommen? Nicht du? Hier 10. Mir fehlt noch fast 10.000. Meh. Ich habe auch so unendlich viel verloren, als ich aus Versehen den Typen angegriffen habe. Das ist ziemlich zum Kotzen. So. Mal gucken, ob ich hier den Wolf jetzt irgendwo finde, den Werwolf. Oder allgemein, dass ich mich hier erstmal umschaue. Hier gibt es auch sicher mehr als nur das. Wow. Das war gerade ein bisschen. So, wie geht's denn da lang? Ah, da geht's nach Chabot. Da nach Chabot möchte ich aber nicht. Zumindest noch nicht. Und irgendwann an der Straße hier sollte es ja eigentlich den Werwolf geben. Was bist denn du? Also so nebenbei, der Typ sah nicht so aus, als ob er normal wäre. Der hat irgendeinen Dreck am Stecken. Überhaupt nicht verdächtig. Yes? Is this? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Überhaupt nicht verdächtig, da ist einfach irgendein Beutel. Genauso wie das hier, überhaupt nicht verdächtig. Au. Dings ist ja eh schon weg, die Falle. Kann ich genauso gut die Leute draufklopfen lassen. Ach ja. Also, ich weiß nicht. Hexer ist bis jetzt eigentlich ganz okay. Ich werde natürlich weiterspielen, aber ich werde jetzt nicht einfach so Charakter wechseln. Ist ja natürlich auch sehr doof. Ja, es ist fertig. So, wo ist dann hier? Da aufheben. 29 Goldstücke passt. 29 Goldstücke ist in Ordnung. Ab 18.000. Boah, habe ich viel Gold verloren. Okay, ich sollte nie wieder. Also, sollte schauen, dass ich nicht sterbe. Ich verliere zu viel. Viel zu viel. Ich habe irgendwie 2000 Gold oder so verloren.
Nee, Steinschleudermunition brauche ich nicht. Also ich weiß echt nicht so wirklich, warum man die Steinschleuder mit reingebracht hat ins Spiel. Ich glaube nämlich nicht wirklich, dass irgendjemand die Steinschleuder nehmen wird. So, was hast du zu Hello. sagen? Einen guten Nachmittag für ein guter Nachmittag für Feldarbeit. Würdest du nicht sagen, mein Lord? Ja, könnte ich dir ein paar Fragen stellen? Ich denke, das könntest du. Was ist es, das du wissen möchtest, Milord? Ja, ich bin neugierig über ein paar neu, also über ein paar Ereignisse. Ei, das sieht so aus, als ob es Grund genug wäre, um darüber zu. Ja, dass man da ein paar Sachen danach fragt. Der Kult, welcher an Neverwinter hängt. Weißt du irgendwas davon? Ja, vor einer Woche oder so hat mein Sohn gesagt, dass er einen, ja, komisch aussehenden Typen gesehen hat, welcher nach Charwood gelaufen ist. Mein Sohn hat Hallo gesagt und der Mann sagte irgendwelche unhöflichen, ja, sagen wir unhöflichen Dinge. Nicht so gut, das kann. Ja, er ist anscheinend so gut wie weg, denke ich mal. Warum sagt er so gut wie? Es ist nichts anderes als Teufelsküche da drinnen. Ja, denk an meine Worte, Junge. Ja, siehst du, wo die Felder aufhören und die Bäume beginnen? Mein Schwiegervater hat gesagt, dass Never. Oh, jetzt von all den Geschichten, was hat mich denn diesmal überfallen? Ja, erzähl mir. Okay, wenn du eine Geschichte anfängst, dann musst du sie auch erledigen, so sagen sie. Die Bäume hinter dieser Linie sind Charwoods Gebiet und kein Platz für die Lebenden. Du kannst hunderte von diesen Bäumen niederschneiden. Wenn du aufwachst am nächsten Morgen, sind sie alle wieder da. So als ob sie noch nie ein Messer gesehen hätten. Eine Klinge. Ja, irgendwas in diesen Wäldern nimmt sich nicht so gerne zu Änderungen. Ja, es wird gemunkelt, dass es da ein Dorf von verlassenen Seelen irgendwo da drin geben soll und die Leute, die da hingehen, kommen niemals zurück. Mein Schwiegervater hat mich davor gewarnt, da jemals reinzugehen. Und ich habe meinem Jungen dasselbe gesagt. Ja, du wärst weise, genauso zu tun. Jetzt ist hier noch irgendwas anderes. Ja, ein paar andere Fragen. Irgendwas Interessantes, das hier in der Nähe passiert ist. Boah. Mein Schwiegervater hat mir ein paar Geschichten erzählt von der Zeit, als er sich hier in das Land ge gesetzt hat, ansässig wurde. Ja, eigentlich bin ich mehr an einem Job interessiert, wenn er was wüsste. Also anders als meinen jungen Erik aufzumuntern, bin ich mir nicht so sicher, was du tun könntest. Sieht so aus, als ob Odilas sein Herz gebrochen hatte, so wie ich es gesagt habe. Er hat sich selbst in seinem Zimmer eingesperrt, um zu denken. Sagte er. Ja, und ich werde ein bisschen müde davon, seine Arbeit zu erledigen während in der Zwischenzeit. Ja, wer sind die Odils? Die Farmer weiter unten in der Straße. Mary und Peter. Mary und meine
Frau waren die besten Freunde seit ihrer Geburt, bis sie von uns gegangen ist. Ich habe die Odils gekannt, seit wir angefangen, als wir angefangen haben zu daten oder miteinander auszugehen. Sie sind gute Leute. Ja, was waren deine Gedanken an Odilas? Also, du siehst Mary. See Mary was had my wife growing up. Ja, Mary hatte immer meine Frau zum Aufwachsen. Ja, alles, was Konstanze hatte, ist Erik. Es ist anders. Ja, es ist anders, das ist alles. Sie könnte einen weiblichen Freund gebrauchen. Nö, dann ist es das mal, ne? Dann war's das. Gut, reden wir mal mit dem jungen Erik. Der wird sicher irgendwas zu erzählen haben. Ja, denke ich mal. Und wenn nicht, dann erzähle ich halt Geschichten, wie ich gegen Werwölfe kämpfe und irgendwelche sprechenden Wölfe treffe. Bücher möchte ich jetzt nicht unbedingt lesen. So, der ist sich ja aber anscheinend in sein Zimmer eingeschlossen. Deswegen brechen wir doch einfach mal die Tür ein. Das Beste, was man machen kann, du willst jemanden aufmuntern, deswegen machst du die Tür kaputt, zerstörst deine Kommode. Okay. Wirkt wie etwas, was ein Ork tun könnte. Hi there. Hey, wer denkst du, dass du bist, dass du in einen Mannes Raum einfach so reinplatzen kannst? Die Tür war für einen Grund abgesperrt. Ja, wer bist du? Ich bin Erik, Ingos Sohn. Jetzt, da du. It is done. Ja, das ist so höflich, wie ich nur sein kann, bis du mir sagst, warum du die Tür zu meinem Zimmer kaputt gemacht hast. Ja, dein Vater hat gesagt, du könntest ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Ich sollte wissen, dass mein Dad dich geschickt hat. Er ist immer so besorgt um mich. Was auch immer dein Grund dafür ist, hierher zu kommen, du kannst dich umdrehen und einfach gehen. Es sei denn, du hast etwas Wichtiges, das du mir erzählen möchtest. Ja, ich suche nach Arbeit, wenn du irgendwas brauchst. Ich könnte jetzt wirklich einen Gefallen gebrauchen. Und vielleicht, wenn du manns genug bist, kannst du helfen. Interessiert an die Details? Naja, ich mache keine. Ich erledige keine Gefalle, ich tue Arbeiten. So. Ja, wenn du mich dafür bezahlen möchtest, solltest du mir auch davon erzählen. Was? Ah, sicher, ich denke, das könnte ich tun. Ich werde dich bezahlen, wenn du es schaffst. Dann erzähl mal. Ja, mein Paar hat vielleicht gesagt, dass ich in letzter Zeit ein bisschen niedergeschlagen bin. Also, aber er weiß noch nicht mal die Hälfte davon. Klar, ich bin ein bisschen Herzzerbrechen, aber es ist dieser Tease, Konstanz, Odile. Ja, sie weiß, dass sie mich um ihren kleinen Finger gewickelt hat. Also spielt sie mit mir herum, also spielt sie nur mit mir herum. Oh, ich bin so ein Narr. Sie wollte die Brosche meiner Mutter sehen, also habe ich sie für sie rübergebracht. Jetzt will sie die Hexe, naja, jetzt will die Hexe es nicht mehr zurückgeben. Vergiss mein dummes Herz. Wenn ich diese Brosche nicht zurückbekomme, wird Pa mein Fell stattdessen haben. Ja, okay, mach mal. Ja, tu, was auch immer nötig ist, um die Brosche meiner Mom zurückzubekommen. Ja. Aber weh, du legst auch nur einen Finger an sie. Schau mich an, ich bin immer noch um sie besorgt. Selbst jetzt.
Ja, dann gehen wir mal raus. Ich weiß ja, wo ich die finde. Konstanz war die Tochter, wie ich schon gesagt habe. Mary die Frau. Also geht's wieder runter. Hier Herzschmerz lösen. Dr. Shazam am Arbeiten. Liebeskummer. Ach ja. Das heißt, ich muss jetzt eine Brosche zurückholen. Dann muss man mal gucken. Nein, ich muss da lang. Ich dachte, hier wäre jetzt schon der Gebietwechsel. Aber sieht nicht so aus. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Irgendwelche Früchte anscheinend. Ah, eigentlich möchte ich ja die Werwölfe haben. Ja, zumindest die Quest mit den Werwölfen zu Ende bringen. Aber sieht wohl nicht so aus, als ob ich das schaffe. Well. Ja. Sieh an, ein gut aussehender Fremder in dem Gemach des Farmers Tochter. Ich frage mich, wohin so ein Zusammentreffen führen könnte. Ja, was meinst du denn damit? Sicherlich kennst du die Geschichte des Farmers Tochter und... Oh, ist egal. Warum muss ich immer nur von Idioten umgeben sein? Ich bin nicht simpel. Ich habe einfach nur versucht, dir die Chance zu geben, dich mehr wie ein anständiges junges Mädchen zu verhalten. Oh, entschuldige. Oh, wie peinlich. Tut mir leid. Ja, tut mir leid deswegen. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte mit dir über Eriks Brosche reden. Er hat dir davon erzählt, hm? Also ich versuche ihn dazu zu bringen, mich alleine zu lassen, aber er ist so anhänglich. Ich glaube, anhänglich ist ja anhänglich, sagen wir mal anhänglich. Ich habe ihm gesagt, hier würde nie im Leben eine Beziehung zwischen uns sein, aber er wollte nicht zuhören. Ich wollte es ihm eigentlich zurückgeben, aber er hat mir versprochen, mich alleine zu lassen. Aber jetzt. Ich wollte es ihm zurückgeben, wenn er mir verspricht, mich alleine zu lassen. Aber jetzt brauche ich es. Ja, das Gold, das ich dafür kriegen kann, wenn ich es verkaufe, könnte helfen, Paas. Kühe, welche umgebracht wer wurden, vom Wolf umgebracht wurden, zu ersetzen. Ja, sei vernünftig. Ja, Ingo schätzt diese Brosche, weil sie ihn an seine Frau erinnert. Das könnte schon so sein, aber es wird genauso gut einen guten Preis in Port Last bieten. Genug, dass ich mir ein paar Ja, genug, dass ich ein paar Köpfe Kühe kaufen kann, um diese zu ersetzen, die vom Wolf in letzter Zeit getötet wurden. Ja, Geld, ist das alles, was es dir bedeutet? Sieh mal, meine Mom und seine Mom waren beste Freunde, bevor sie von uns gegangen ist. Ja, wenn sie wüsste, dass wir Probleme haben, dann hätte sie es sicherlich sicher gerne uns hätte sie sicher uns gerne gegeben. Okay, sollen wir erstmal ein bisschen über Erik erzählen. Ich weiß, er ist ein netter Junge, das ist alles, was meine Mom immer sagt und ich kann es nicht komplett leugnen. Aber wenn er wirklich ein netter Junge wäre, dann hätte er viel mehr Zeit damit verbracht, meinem Paar zu helfen und weniger Zeit damit, wilde Blümchen zu pflücken. Und das ist alles, was hier ist. Er liebt dich wirklich, Konstanze. Betrüge das nicht.
Ja. Schade, leider nicht geschafft. Ja, komm, dann kaufen wir es mal ab. Gold, 1000 Gold werde ich dir dafür sicher nicht geben. Tja, dann so alles vorbei. Ah, ich habe es jetzt nicht übersetzt, weil das ist musste man nicht. Das ist hier, keine Ahnung, wie auf dem Flohmarkt. Hier ist es und ich hoffe, Erik hat gelernt, sein Herz nicht so frei herzugeben. Jetzt ist hier noch irgendwas anderes, das du von mir möchtest. Nö. So, das war's. Perfekt. Und der Part ist auch zu Ende. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn meine Übersetzungskünste mal wieder für den Arsch sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.